Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Extensivierung der Landwirtschaft in den vergangenen 3 Jahrzehnten hat zu einem dramatischen Rückgang der Tierhaltung und der damit verbundenen Eigenversorgung des Landes mit Nahrungsmitteln geführt. Lebensmittel wurden als Ramschware angesehen, unsere heimischen Landwirte als angebliche große CO2-Verursacher abgestempelt und damit zum Feindbild der Gesellschaft in Deutschland deklariert. Schon vor der Ukraine-Krise sind enorme Anstiege der Erzeugerpreise bei Milch, Fleisch und Getreide zu verzeichnen gewesen. Davon profitiert haben aber in keinster Weise unsere Landwirte, da die Produktionskosten noch deutlich stärker gewachsen sind. Aber was sind denn die Gründe für diese Preisexplosion bei Nahrungsmitteln, Kraftstoffen und Mineraldünger? Es ist genau Ihre linksgrüne Politik, die mit Sätzen wie "weniger Fleisch zu essen wäre ein Beitrag gegen Putin" oder "wir brauchen jetzt ein temporäres Tempolimit auf unseren Autobahnen, um so schnell es geht, unabhängig von russischem Öl zu werden". Die Grammatik dieses Satzes stammt übrigens von der Bundesvorsitzenden der Partei der Grünen, Frau Lang, selbst. Diese beiden Sätze zeigen exemplarisch auf, der Bundesregierung fehlt der nötige Sachverstand, um die aktuellen Probleme zu meistern. Ihre aktuelle Politik sorgt lediglich dafür, dass deutsche Bürger zunehmend verarmen und Unternehmen ins Ausland abwandern und Arbeitsplätze bei uns vernichtet werden. Die Bundesregierung mit ihrer glorreichen Inflationspolitik hat es in einem halben Jahr im Amt geschafft, dass wir bei einer Inflationsrate im März von mittlerweile über 7% stehen. Solche Steigerungsraten bei gleichzeitiger Nullzinspolitik hat keine Regierung in den letzten Jahrzehnten zu verantworten gehabt. Dadurch sind beispielsweise für Landwirte die Mineraldüngerkosten allein im letzten halben Jahr um 600% gestiegen. Dies führt zu einer Steigerung des Getreidepreises und damit auch zu Preiserhöhungen bei den Lebensmittelkonzernen von bis zu 50%, die jeder Bürger hier im Land tragen muss. Und jetzt, liebe Grüne, wollen Sie den Bauern noch bis zu 7% ihrer Ackerflächen stilllegen, diese Maßnahme mit 1.300 Euro je Hektar an Steuergeldern vergüten. Zusammengefasst ist dann dazu zu sagen, dass die Bundesregierung den Landwirten ein Produktionsverbot erteilt, was der deutsche Bürger mit Steuern bezahlt, und als Belohnung darf er noch erheblich teurere Lebensmittel bezahlen. Wir fordern daher, diese fachliche Unkenntnis zu beenden und den deutschen Landwirten das freie Produzieren von Nahrungs- und Futtermitteln auf den angedachten Stilllegungs- und ökologischen Vorrangflächen zu ermöglichen. Mit dieser Maßnahme würden nicht nur die Nahrungsmittelpreise in den deutschen Supermärkten wieder sinken, sondern wir könnten allein durch diese intensive Nutzung der angedachten 7% Stilllegungsfläche in Europa den Getreideimport von fast ganz Nordafrika abdecken. Die EU-Kommission ist unseren Forderungen bereits gefolgt. Nun haben auch bitte Sie die Vernunft, Herr Minister, und fördern die Produktion heimischer Nahrungs- und Futtermittel und eben nicht den Hunger in der Welt. Stimmen Sie unserem beigestellten Antrag zu. Vielen Dank.